Das beliebteste und zugleich auch meistgehasste Fußballspiel der Welt bringt Ende September mit FIFA 23 offiziell ein neues Spiel raus. Vorbesteller der Ultimate Edition konnten wohl aus Versehen bereits Ende August die Vollversion runterladen. Es wird spekuliert, ob es nicht vielleicht sogar ein absichtlicher Move von EA war, um mehr Werbung für das Spiel zu machen. Denn das hatte wirklich Effekt und nahezu alle haben auf Social Media über das Spiel gesprochen. Die Folge war natürlich unzählige Leaks zu den Spielerbewertungen zu erhalten. So zum Beispiel von den Spielern des FC Bayern München. Fangen wir von unten an, vom schlechtesten gewerteten Spieler, nämlich Erik-Maxim Choupo-Moting, der ein Rating von 75 erhalten hat. Auch 75 hat Sven Ulreich bekommen, der zweite Torhüter von Bayern München. Dann mit einem Rating von 79 haben wir Neuzugang Ryan Gravenberg, der aber bestimmt in den nächsten Jahren noch die 80 locker übersteigen wird. Als nächstes haben wir Benjamin Pavard mit einem Rating von 79, was ich eigentlich relativ niedrig finde. Ich hätte ihm zwar kein Rating von über 83 gegeben, aber zumindest 81, 82 hätte schon sein können. Als nächstes haben wir auch Marcel Sabitzer mit einem Rating von 80, ist eigentlich nur verständlich, wenn man sich ansieht, wie seine letzte Saison war, aber so wie er in die aktuelle Saison gestartet hat, wird er bestimmt beim nächsten Update deutlich höher sein. Jamal Musiala, der aktuelle GOAT vom FC Bayern München und absolute Leistungsträger mit seinem jungen Alter, hat ein Rating von 81 erhalten, was eigentlich ein sehr guter Sprung ist dafür, wie jung er eigentlich ist. Dayot Upamecano hat auch ein Rating von 81 bekommen und ich kann mir vorstellen, dass bei ihm auch noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Nusa Mazraoui, der Neuzugang für die Rechtsverteidigerposition, hat ebenfalls ein Rating von 82 bekommen, was eigentlich ganz passabel ist. Dann haben wir Alphonso Davies mit einem Rating von 84, was ich mir sogar eher höher vorgestellt hätte. Leroy Sané hat auch ein Rating von 84, genau wie Lucas Hernandez. Matthijs de Ligt, der Neuzugang von Juventus Turin, hat ein Rating von 85 und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass wir noch weiter nach oben gehen werden in der Zukunft. Serge Gnabry hat auch ein Rating von 85, hier hätte ich mir ehrlich gesagt auch 86 vorstellen können. Kingsley Coman hat jedoch genau dieses Rating, nämlich 86, erhalten. Ein Ratingpunkt über Kingsley Coman haben Leon Goretzka und Thomas Müller mit 87. Neuzugang Sadio Mané und Superstar von Liverpool ist nicht der bestbewerteste Spieler beim FC Bayern München. Gemeinsam mit Joshua Kimmich hat er ein Rating von 89 bekommen. Der weiterhin am besten bewerteste Spieler beim FC Bayern München nach Robert Lewandowskis Abgang ist Manuel Neuer mit einem Rating von 90. Wie findet ihr die Bewertungen, Leute? Findet ihr, geht das klar? Oder sind einige Bewertungen total daneben von dem, was ihr euch vorgestellt hättet? Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr FIFA-Content feiert. Ich werde natürlich weiterhin eigentlich nur Real-Life-Fußball-Content, Transfer-News und Analysen machen, aber hin und da mal vielleicht ein FIFA-Video oder ein Stream auf Twitch, da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält.